Was? Ich will meinen Teil spielen Und und mittlerweile nur noch. der Podcast wird dieses Mal nicht nur über Fahrräder gehen. Nee, Und wir der wird wollen. reden, ob man Also, wir kann. holen. Die Sache ist die, ich lasse mich da gern von einem anderen Podcast, den ich immer gern beim Fahrradfahren aktuell höre, inspirieren. Der ist auch relativ random, aber auch sauwitzig, ganz ehrlich. Ich liege aber auch an den Auf Malten. Fahrradfähre. Was? Über Fahrradfähre. Nein, über allen möglichen. Darüber habe ich ja sogar letztens getwittert, ey. Das fand ich sehr lustig. Ich habe den Podcast gehört, da reden die gerade über Scheiße. Keine Ahnung, wie die da kommen. Weißt du, es gibt einen Fluss, der heißt AA. Und da sind die dann halt irgendwie über etwas Fäkalienhumor gestolpert. Und weißt du, wo ich lang gerade fahre? Neben einem Feld, wo gerade Gülle ausgeschäuert wurde. Du hattest so echt Ja, so okay. 4D. Richtig schönes 4D, du hast es gerochen, intensiv. Hallo Master Chief. Ja, hi, no name. Oh, warte mal, ich bin unten. Hi, Jan. Ich kümmere mich mal um den Fuel in Hi, der Mitte. Fess. Wie geht's dir, Fess? Brudi, muss los. Jo's gut. Alter, Brudi das ist muss mein los, Lieblingsfett, Peter behandle den ist. gut. Fess ist mein Lieblingspet. Ich hab gesagt, Fett ist mein Pet. Lieblingsfett. Hast du jetzt gerade was gesagt? Pet. Was ist Pet? Ja, Einfach ein Pet. bisschen Fett. Du willst jetzt Fetts petten oder was? Ja. Oh. Der Fetze mag das. Wenn Der er mag unter dem das. Kinn krault. Was? Fetts. Ich trage einen Hut. Wie willst du Fetts. mich dann petten? Fetts Ja, ich zweimal kraule dich piepen, wenn ich damit. dich da rausholen soll. Kein Problem, ich schreie. Piep. Ich bin ein Fetz, hol mich hier raus! Kommando Oh Panda. Gott, nein, ich will nicht ins RTL2 Nachmittagsprogramm rein. Der Vormittagsprogramm ist Ich habe keine Ahnung, wann die Scheiße immer läuft. Wieso haben die einen Typen von mir erschossen? Weil die es können. Ich hab doch gesagt, ich kümmere mich um die Fuel. Das ist auf meiner Seite und Pionier auf der Seite, also. Na Alle gut, aufgewartet zum dann. Punkt. Nee, geht, nimm du den jetzt einen. Du stehst ja schon drin. Fett. Ah, toll. Nein, ich glaub nicht raus. Er schießt sie! Shoot them! Make them kill! Make them suffer! Also, man, geht's ihn raus. Du kriegst ohne die Schaden. Ja, ich wollte nur den Punkt annehmen. Mein LKW ist auch schon unterwegs, den baue ich gleich um. Achtung! Alles und so. Ach, da ist noch ein zweites. Ach, da muss keiner. Der Brite ist auf Angriff sozusagen. Verdammt. Ob der gegen den Strom der Deutschen antreten kann? Aber ich bin zweimal gegen zweimal Ami. Hab ich Angst, wenn ich glaube, oder? Schönen Abend noch, Maho. Okay, Gott, der Pionier ist dort. Also. Das wird belastet, dass wir zweimal gegen Ami spielen. Das wird absoluter Was ist das denn? Was ist das denn? Ah ja, die WC-51. Da soll ich mich wegküsten, Nonem. Den hab ich noch nie gesehen. Den Was kann der? Immer gerne. Was kann der? Das Ding ist das schnellste Fahrzeug der Welt. Der kann 50 aufsetzen später. Und er kann Ziele, Fahrzeuge markieren. Und das Beste ist aber noch, er kann eine Art Artillerie-Schlag einberufen. Ah, die rennen. Ah, wollen uns cutten. Flex braucht so einen Mausequad, wenn er piepen kann. Ich würde nicht. Beeil dich. Massiv. Ich schicke einen Trupp hier rein. Ich schicke da schon einen Trupp hin. Das müsste aber, dieses Teil müsste aber noch recht neu sein, weil früher gab es das nicht. Also ja, recht, ne? Früher. Ja. Damals, ne? Da sind wir mit zwei Truppen. Alter! Man hat sich mal so gut verkauft. Ich wollte gleich in den Bunker rein, Herzog. Fahr Auto, Lee. Und Jan? Ja. Benutzt bitte deine Sturmpioniere nicht als stationäre Einheiten.
Okay. Also sind sie zum Stören da. Die sind verdammt gut im Nahkampf. Nutzt sie auch dafür. Oh, da ist der. Ach, das Ding. Ja, ja, ja. So kenne ich den. So kenne ich den. So kennst du deine gute Maschine. So kenne ich den Scheiß. Aufstellen, zielen, feuern. Danke. Tot. Okay, erstmal Minifett legen. Autsch. Ja, okay, die Truppen kenne ich auch. Die Truppen kenne ich. Ich kenne den ganzen Scheiß. I don't like it. Hier steht irgendwo in dem Geofassen. Ja, danke, dass du es mir gesagt hast. Ich hab's gerade gemerkt, Fetz. Diesmal wieder 5-Sterne-Kübel, also klar, Alter. Ja. Geht nichts unter 5-Sterne-Kübel. Wagen bereit. No. Das ist kein Kampfeinsatz. Bleibt ja, das ist absolut nerviger, gegen zweimal Amis zu spielen. Dafür hast du wenigstens keine Bunker. Ich hätte lieber Bunker, weil die stationär sind, als... Nee, ich hab lieber, was ich töten kann. Okay, Mitte ist frei. Ja, dann Captain, bitte. Ich renne schon rein. Cappy, 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 Cappy. Bunker bauen. Yay, erster Stern! Was macht der erste Stern? Ah, da kommt die Flagge. Und da also kommt die Infanterie. Hier, Leute. Nee. Ob das schon mal geht. Feuer! Beeilung! Zu dieser Position! Jetzt gönn mal den Lux, gönn mal den Lux. Ja, gleich. Gönn mal den Lux, gönn mal den Lux. Komm, 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 die Zeit drückt, komm, komm, ja! Boom. Ah, der Zeit ist auch tot. Oh, trink mal. Na gut, du hast ihn zerschlagen. Dann sofort erobern mit dem einen Trupp. Fort! Mit dem Sturmpionier kannst du ruhig den Munitionsmod einnehmen. Verfolge nicht mehr, du schaffst nichts mehr. Oh, jetzt kommt, ja, jetzt kommt die Scheiße. Oh! Denn es hat zu erwarten, dass wieder was kommt. Deswegen nicht so weit. Ja, ist klar, ne? Oh, fick dich. Ich schicke ein Ergo und so weiter vor. Steller. Okay, irgendwo hier ist der. Oh, was ist Trupp gewiped? Er hat mir zweimal ein Auto genommen, ich habe ja meinen Infanterie-Trupp genommen. Irgendwo hinten muss sein Medic sein. Tschüss! Ah, oh, der soll. Soll nicht. Nein, nein, also doch. Ah, ich hab den schon. Was? Mann, der Stream deckt bei mir, weil 1080p 160 ist. Als Auflösung gibt. Nur. Hä? Ich dachte normalerweise, dass ich inzwischen immer Encoding bekomme. Ja, jedenfalls, also das nächste, ab nächsten, ich werde mich hoffentlich wieder öfter dran erinnern, dass der Samstagstream auf 30 FPS läuft. Ach, doch eine Kuh. Oh, warte mal. Ja, ist klar, ne? Oh, ficken. Oh, die haben den Mörserstamm hochgezogen. Das Einzige, was man auswählen kann. Ach, sorry, Leute. War nicht so geplant. Normalerweise ja, aber heute nicht. Was soll ich da mit meinen 1K Leute machen? Hä? Also ernsthaft, du hast so eine schwache Leitung? Nee, so 1K-Leitung gibt's gar nicht. Aufpassen! Auf den kurzen, auf den Zuckertinsen, der kann dich beschädigen. Die gibt's schon seit Jahren. Oh, zu spät.
Einfach zurück, bis hier. Da kann doch auch einsetzen, oder? Ja, aber es ist, muss er nicht. Flugzeug. Ja, früher gab es eine 1K-Leitung, also dann wurde die... Überlegt mal. Also ihr müsst mal überlegen. Ich hatte früher eine 1K-Leitung. Das sind dann 1,6 gewesen. Aber die Telekom, also selbst die Telekom hat das gratis geupgradet. Hier ist ein Mörderfahrzeug. Auf 16. Also, das heißt schon was. Ah, ich hab die Kuh erledigt mit einer Mine. Oh nein, nicht die wieder. Hallo? Ja, wir haben es gehört. Ja. Kuh ist tot. Wie viel ankommt und wie viel du hast, sind ja zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ich glaube, der hat irgendwie was vergessen. Da, komm, der... Da, danke. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Tada. Alter, da kommt der Blob, da kommt der Blob. Ja, ist klar. Dann gibt es keine Match gegen ihn. Fall zurück. Nicht im Arsch ziehen, mal. Ah, Alter, ja, wieso habt ihr alle. Schaden. Wieso haben die eigentlich alle so unglaublich viel Luck mit ihren Treffern? Mit ihren Mörser-Dingern? Das frage ich mich jedes Mal. Oh Gott, bitte beeilt euch. Der Lux muss eingespreut sein. Das liegt daran, dass das Kupferkabel liegt. Das neue Kabel liegt aber schon 100 Meter weiter wieder. Das muss das nur unter die Erde. Ja, okay, wir sind ja aktuell wenigstens in Deutschland in der Bewegung hin zu einer gescheiten Internetleitung. Dauert zwar Ewigkeiten, aber wir sind langsam auf dem Weg dahin. Eieiei. Alter, jetzt auf, jetzt komm, jetzt doch behindert. Du bist viel zu offensichtlich mit leichten Fahrzeugen. Das ist dein Problem gerade. Die Dinger haben keine Panzerung und du versuchst ihnen extrem viel Schaden zu verlangen. Also, das ist nicht mehr das Idealste. Falsch im Jäger bekommen. Nice. Du kriegst was? Du hast falsche Mega? Nee, der Feind hat den falschen Mega verloren. Zurück in die Battle, Boy. Ich warte die ganze Zeit darauf, dass der Typ mit irgendwo so einer Pack ankommt. Der hat noch keine Pack gebracht. Ja, deshalb bin ich verwundert. Infanterieblob. Das ist ein Puma nur auf Fahrzeuge. Das ist besser. So, wieder da, mein Internet. Jetzt ist wieder da. Klopft zwar nicht gut, aber da. Bereit machen zum Abmarsch. Oh nein, oh nein. Alter, großer Blob. Bring dein Püftchen weg, Norne. Jetzt durchbrechen, was? Jetzt durchbrechen. Konzentrier dich auf den Wagen, genau. Achtung, Norne. Jetzt ich versuch, dass der Lux, verdammt. Sofort aus der... Feuer wieder! Bewegung!
aus der Ferne geben kann. Und. Pius sind da. Oh, fuck. Das Problem ist, ich habe mein Püppchen jetzt nach Hause geschickt. Jetzt sofort, wenn du wieder zurückfahren, reparieren lassen, wenn er beschädigt ist. Hier ist ein Charme. Nicht zu viel Zeit vergehen lassen. Was ist das? Uncool. Richtig uncool. Dann dich hier aufbauen. Dip. Was auch machen kannst, ist mit deinem Pulsgrenadier, kannst du den Fahrzeugboxen und die ausschlachten. Und ja. Da kriegst du zumindest immer 5 extra Treibstoff. Verdammt, das war zu cheesy. Ich wollte nicht so viel für den Druck. Wir haben uns hier auf. Bereit zum Losmarschieren. Haltet die Waffen bereit. Fahrer, zu dieser Position wechseln. Lop. Jetzt die Frage, wo hockt hier der Fahrzeug? Der Bulldozer steht ungefähr da. Ich würde den... Ah, das Blöde ist, im Haus kann ich dem nicht sagen, macht nur Infanterie, macht nur Fahrzeuge. Finde ich scheiße, jedes Mal. Gib Aufklärung. Oder das Stück da, ist wieder voll repariert. Oh nein, du wirst gepusht. Ich sehe es. Fuck. Oh, jetzt haben sie schon zwei. Die haben hinten Jackson stehen, oh nein. Ich hoffe, du hast irgendwas Anti-Tanker-mäßiges und zwar mehr als ich mit meinem Püppchen. Ich hab einen Panzerkanadier und einen Panther, der gerade gebaut wird. Na, der Panther ist jetzt sehr wichtig. Nein, das. Ne, du packst, das lohnt sich nicht. Also, ich find's interessant, Jan spielt anscheinend recht viel leichte Fahrzeuge. Oh ne. Tschüss. Viel zu nah an der Front. Ja, okay. Auch wenn du den Punkt verteidigen möchtest, ihn zu unterdrückt zu halten, wenn wir jetzt den Punkt bedienen, ist viel zu schwierig. Kannst du ungefähr hier aufstellen? Ja. Ja, ich baue den. Ich würde den eher hier irgendwo bauen, um den Treibstoff zu bauen. Ja, aber doch, nee. Doch, den Treibstoff zu sichern ist doch besser. Ja, das ist tausendmal besser. Mit dem Lux kann man aber Zäune zerfahren, ne? Konnte man. Ja, konnte man. Pack kommt an die Front, los Panzer. Gut. Ja, da ist der Sherman. Das ist nicht so. Ja, ist klar schon wieder mit seinen Kack-Ami-Granaten. Boah, ey, das ist doch nicht dein fucking Ernst jedes Mal. Blöd ist, wenn du halt mit zwei Trupps immer vorrückst, du erkennst nicht, was davon. Ja, hier, das waren echt nur ein Trupp. Der ganze andere Trupp ist halt, hat sich da so gedacht, wie sie abhaut, versuchen wegzukriechen. Das ist halt dreckig. Ich hasse diese Aufklärung mit dem Puma. Die haben hier ein Flugabwehrfahrzeug, also ihr was nicht. Nein! Das wollte ich nicht. Ich wollte es hier. Die Schlacht beginnt gleich. Bereit machen zum Vorrücken. Fahrer, vorwärts. Jetzt brauche ich einfach eine Manpower. Jetzt darf ich keinen Mann mehr verlieren. Das ist das Problem. Oh verdammt. Nein. Leute, hier ist so viel AT. Wir brauchen AT. Komm mal. Fahrer, zu dieser Position wechseln.
Okay, da kommt, fährt noch ein Puma lang. Aufpassen, diese Zug. Da vorne im Prinzip noch eine. Fuck, nicht fuck. Zu nah rangehen, Alfred zu nerven, nur nerven. Der verbringt gerade völlig aus. Alter, was ist denn da los? Das reicht aus. Warum schon? Wieso kriegt er da nichts hin? Oh fuck. Ich hasse diese Scheiße. Master Chief? Der Trupp, das ist. Hast ihn komplett in den Tod geschickt eigentlich. So vollkommen sinnlos. Ja, er sollte eigentlich MG aufheben. Was? Ein. Okay. Hey, cool, dass der Boomer nicht vor einem Cromwell wegfahren kann. Wieso bin ich gestunt? Ja, weil er hätte eigentlich so wegfahren müssen. Setzt uns in Bewegung, sofort. Ich bin viel zu viel War Thunder Bias, glaube ich, dafür. Bist ja. Zu viel War Thunder Bias. Boah, ich habe gerade viel zu viel Mann verloren. Was für Kommandant haben wir mal wieder? Gleich habe ich einen König. Gleich wird sich alles ändern. Gleich wird alles besser. Ich weiß nicht, liegt's am Spiel oder? Ist der Chat bei Company Heroes immer tot ist? Er konnte auch vor allem nicht großartig drauf achten. Nordheim, falls du kannst, reparieren bitte. Ich hab zwei Pioniere von 8. Ja, ich stell die dir neben das Headquarter, dann kannst du ihn schon mal mit reparieren. Flop. Hier kommt wieder ein Plop, 9, 8 im Klöpfchen. 9, reparier mal den Panzer. Ja, ich weiß. Der kennt ihn auch nah. Alter, was sind das für Granaten zum Teil? Boah, ich hasse. Hochexplosive Granaten. Ja, du bist auch gleich hochexplosiv. Ja, ich hole mir jetzt einen Panther mal ran. Stehen unter Beschuss, lauf! Nicht aufhören! Los, ausrücken, schnell! Schlacht beförderung! Au. Sag ich, hier ist ein bisschen fieses. Was ich ja interessant finde, ist eigentlich, das merkt man bei Company Heroes genauso wie bei jedem anderen Spiel, das im Zweiten Weltkrieg spielt. Dass die eine unrealistische. Jedes Spiel hat eine unrealistische hohe Anzahl an Automatikwaffen. Also nicht ganz die Grenadiere, das ist ja komplett nur. Ja, ja, die Grenadiere und sowas wie die. Rekruten, aber sonst. Wie die Obersoldaten auch am Anfang. Aber ja, ich meine auch die meisten eingesetzten Truppen benutzen alle irgendwie Automatikwaffen. Ja, was. Ich bin eigentlich meine Ober. Genau, dem achten Push von der Seite. Und zack. Aber trotzdem gehört jetzt wieder mein Püppchen. Panzersturm! Wo? Na, verdammt. Der hat hier eine Bombe gelegt. Gelegt? Der hat eine hingelegt. Ja, guck mal. Also, hingelegt. Es liegt am Spiel. Das ist aber auch nicht schlecht. Das ist halt spannend. Ja, okay, gut. Das, oh fuck. Ich habe hier ein kleines Problem. Kann mir bei. Alter, nicht dein fucking Ernst. Danke, Jan. Ja, das liegt da, das liegt an der Fraktion. Ja, also zum Beispiel, die haben halt nicht für jede, haben nicht für jede Auseinandersetzung entsprechende Sprüche. Schlechtes Design. Klar. Wir haben ja glaube ich noch irgendwo eine Pack. Ja, da ist er. Oh, da ist ein MG. Nein, da ist ein MG, Achtung.
Ich will eigentlich. Das Blöde, ich habe Angst um den Lux. Das ist halt doch schon ein bisschen härter. Ach, komm schon. Oh fuck, oh fuck. Fuck. Das ist meine Pyro-Szene. Schieß! Oh, Junge! Hilfe! Feuern! Alter. Na, nicht mein Lux. Nicht, Alter. Was beschießt mich da schon wieder wie nichts? Jackson. Schick den Panther sofort hierher. Na toll. Nicht mein 4 Sterne. Meine 4 Sterne. Oh, nice. Voll fuck. Oh, fuck. Wunderbar. Hol mir doch auch mal eine Stuka zu Fuß. So eine kleine Stuka zu Fuß. Ja, und dann kannst du den Lux vielleicht ein bisschen woanders hin platzieren, falls sie auf eine Arte schießen. Ja, das wäre eine sehr gute Maßnahme. Der hat 4 Sterne! Schlecht, Fetz, schlecht. Ich bin scheiße, mir das schlimm. Nein, die haben mir meinen Pack geklaut, die Schweinepriester. Welche Pack? Welche Pack? Meine, was ist die jetzt gerade wieder entmannt wurde? Nee, nee, ich meine, wo ist das Ergebnis, was mich da gepinnt hat? Da. War es jedenfalls letztens. Ihr zieht euch kurz zurück. Ich fahr damit vor. Wir müssen noch ein Packfeuer. Erwarten Befehl. Weiter vorrücken. Weil sowas ignoriert, wo fahr ich jetzt zurück? Alter, ich hasse sowas. Das Püppchen sieht nix, aber es gibt halt keinen Grund, warum das nix sieht. Ich hasse ja sowas. Warum sieht man Infrarote nicht die Pack? Sie haben das Infrarot geändert. Ja, das ist scheiße. Deshalb. Ja, das ist. Dafür war das Infrarot-Teil doch super. Ja. Ja, aber es war es. Sind uns zwar relativ okay, wenn man es ausnutzen konnte. Dafür hat man es doch gebaut! So. Okay, dann fahr wieder zu Haus. Nach fahr wieder nach Haus. Hat keinen einzigen Schuss abgegeben, aber fahr einfach wieder nach Haus. Luxi, 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 Luxi. Willst du deinen Pack wieder haben, Master Chief? Das wäre so eine Methode. Nö. Eben beschwert er sich jetzt noch, aber jetzt so, nö. Nee, ich meinte, die hatten mir meinen. Nur kurz wartest, dann fahren wir uns gleich wieder anders bereit. Aber. Wir müssen jetzt die Mitte erobern.
Ja, ich will in die Flanke gehen, aber das Nein, nein, den können wir auch easy erobern, weil er kriegt kaum was mit, aber die kommen da halt immer wieder rein. Oh fuck. Ah, shit. Verdammt, das weiß ich mit meinem Ding gestorben. Nein, nein, Hilfe. Ich brauche unbedingt Hilfe. Ja, ich komme. Loxy Lox. Boom. Ja? Alter, hat der Reichweite inzwischen, der Lux. Da ist im Übrigen das MG. Oh fuck, auf! Ja, ist klar, ist klar. Das ist aber ordentlich, was ihr da drauf donnert. Hooker nennt sich das. Na, das war auch noch gleichzeitig eine Nebelwerfer. Genau, ja, Nebelwerfer. Nicht jetzt, will ich jetzt ein Wachfahrzeug, wir wollen die rauskloppen. Klappt nicht so gut. Achtung, da kommt noch ein Dicker. Ja, deswegen, weil ich gerade hier echt aufpassen muss. Fahrzeug jetzt. Achtung, von hinten. Ja, ich weiß. Konzentrier dich auch nach vorne, Nein, warum fährst du weg? Warum fährst du weg? Ah, toll. Ernsthaft, das ist Ding mit 1 bis 0 verkehrt. Und fahr deinen Bruder weg. Oh Mann. Mann, ja. Ach, meint man, kann ich noch einen. Ja, ich kann noch einen Panther. Oh, fuck. Jawohl. Da gibt es sowieso viele Schrecks wie möglich rein. Komm, komm, danke. Oh, fuck. Ja, ist klar. Ja, ich knall mal alles ab, was mir halt irgendwie in den Kram passt. Hilfe, König! Den kriegen die nicht. Ja, ich kenn doch deren Park. Ja, jetzt kommt. Oh fuck. Schreck hier an den ran. Oder den töten, je nachdem. Ja, ist klar, ne? Fickt euch. Oh, danke. Vielen Dank, vielen Dank. Als ob. Oh, ich glaube, du hast mir gerade den Arsch gerettet mit dem Pa. Zack, Numero Uno. Ich hab gleich einen 5 Sterne. Alter, wie mich das abfuckt. Kommt noch so. Schlägt hier drauf ein. Trifft den Jacks bitte. Ah, fast. Und da ist der 5 Sterne. Lux. Er läuft. Ja, hab den Jacks noch bekommen. Wunderbar. Und hab, ich hab 2 Fahrzeuge. Ja, ist klar. Jetzt hat er mir mein Püppchen genommen. Arschloch. Nein, komm schon. Rauchen. So, Panther ist da. Okay. Der Schreck, dreist. Oh fuck. Was ist das denn? Also, das war jetzt ein lustiger Glitch. Wo ist der Panther? Mhm.
Hallo? Ah, na, ja, ist klar. Panther raus da, sofort. Hilfe. Danke. So, König hockt hier. Ich habe eine schöne mechanisierte Armee, muss ich sagen. Gefällt mir. Ich habe auch genug Ressourcen. Ich könnte die kompletten. Naja, ich könnte die nicht komplett nochmal neu aufstellen. Aber schon großen, guten Teil. Aber. Sogar mal eine recht gute Runde, muss ich sogar sagen. Ah, Hallöchen. Tag. Alter, was hier alles schon wieder steht, ne? Jetzt haben sie aufgegeben. Och man, das hätte doch noch spannend das werden können. Nee, das hätten wir mal Catch gern zu Ende gespielt. Die geben in letzter Zeit alles so oft auf. Ich habe so selten eine Runde, wirklich eine spannende Runde bis zum Ende geführt. Das ist nur, wenn wir eigentlich immer versuchen durchzuhalten. Nur dann haben wir spannende Runden bis zum Ende. Ich hatte gerade meinen Königstiger. Jetzt erst? Ja, weil er. Er hat alles Mögliche noch anders gebaut. Er hat sich den Flakwagen geholt, er hat sich den Puma geholt und dann noch eine Panther geholt. Und dann Puma. Ja, ein Puma, der ist so. Der ist vielleicht eine nette Ergänzung, aber ich finde irgendwie. Also, du musst dich bei. Du musst dich early auf einen Puma entweder einstellen oder lassen. Tschüss, Helmut. Auf offenen Karten ist der Puma genial. Auf offenen Karten, da kommst du ran, schießt zwei Schuss, fährst wieder zurück. Du gehst kontrolliert mit dem Puma immer in den Flanken rein. Niemals Frontalpanzer. Der Puma ist kein Frontalpanzer. Nee, frontal kann er gar nichts. Auch, und der Wagen, also der Flakwagen, den schickst du auch hinter deine Infanterie, wenn der Infanterie vorrückt, dass die Feuerreichweite gerade so auf die Feindinfanterie reicht. Damit du nicht sofort von einem Packfeuer oder von einer anderen Infanterie angegriffen wirst. Das Ding schickst du niemals alleine vor. Der Puma ist doch gar nicht gegen Infanterie da. Leichte Fahrzeuge. Der Flakwagen. Achso, der Flakwagen. Ja, nee, der Flakwagen, den stellst du hin.